Hi, ihr seid bei Koskanz, ihr seid bei Angie. Angie ist draußen, hier irgendwo in Hemming. Und ja, ich lasse es mir nicht nur gut gehen, sondern ich tue natürlich auch wieder was. Und ich hoffe natürlich, dass ihr gleich mit mir auch was tun wollt. Nämlich wir trainieren die Oberschenkelrückseite, Popomuskeln, Beckenboden, Hüftmuskulatur. Und Überraschung, alles im Liegen, also ganz entspannt. Also komm einfach mit, such dir ein bisschen Platz in deiner Wohnung, im Garten, wo du gerade bist, und leg dir eine Matte drunter. Wir starten. Wir gehen zum Boden. So, hier ist ein bisschen uneben, aber egal. So, wir legen uns zum Boden. Greif ein Bein. Zack. Wir stellen die Beine erstmal ganz normal auf, die Füße. So, versuch neutral zu liegen mit dem Becken. Ja? Und jetzt geht der Popo einmal hoch. So, wenn du in dieser Position bist, spürst du Popo, Oberschenkel, Rückseite und hier unterer Rücken. Ja? Okay, so, wir gehen runter. So, wir starten jetzt. Popo anheben und senken. Los geht's. Und eins und zwei und drei und vier. Ausatmen. Fünf und sechs und sieben und acht. Bleib mal oben, halte fest. Okay. So, du spürst hoffentlich die Spannung. So, jetzt nimmst du die Füße, flex. Das heißt, du gehst mit den Hacken in den Boden, zieh die Zehen hoch. So, wir gehen wieder tief. Jetzt die Füße so lassen und nochmal. Eins und zwei. Spür den Unterschied. Drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht. Kurz halten und runterkommen und beide Beine mal ranziehen. Das entspannt wieder. Okay, gut. Füße wieder aufstellen, ganz normal. Jetzt werden wir das Becken bewegen. Wir gehen nach oben. So, und jetzt nimmst du das Becken und drehst das mal zur Seite. Ja, ich hoffe, du kannst das sehen. Und jetzt geht es wieder in die Mitte. Dann nimmst du die andere Seite, lässt die eine Seite fallen und in die Mitte. Okay, wir probieren. Seit, Mitte, Seit, Mitte, Seit, Mitte, Seit, Mitte. Das heißt, eine Popohälfte fällt praktisch runter. Ja, und nochmal. Yes. Noch vier, noch drei, noch zwei und eins und ablegen und relax. Ich hoffe, es hat geklappt. Das wäre natürlich schön. So, Beckenboden, du erinnerst dich, ja? Das war nicht ganzer Bauch reinziehen, sondern wirklich nur, stell dir vor, du musst zur Toilette ganz dringend festhalten, ja? Das machen wir jetzt. Popo hoch und jetzt ziehst du den Beckenboden hoch. Das kann man nicht sehen, das kannst du nur spüren, okay? Und wieder tief. So, mit dem Beckenboden zusammen. Los geht's. Beckenboden anspannen und locker. Also wenn hier einer zieht, das wirst du spüren in deinem Körper. Drei und anspannen. Wir haben noch viermal. Und nochmal. So, die letzten zwei Stück. Die letzten zwei für Angie. Und der letzte. Und locker lassen und lösen. Tja, die Blonde zählt wieder, ne? Ihr wisst das. Okay. Jetzt werden wir das intensivieren. Wir schließen die Beine. Guck mal zu mir. Ich gehe nach oben. Du schließt jetzt die Oberschenkel. Ja, spürst die Rückseite. Ich weiß das. Und dann öffnest du wieder und gehst runter. So ganz normal. Erstmal nur die Oberschenkel. Arme liegen erstmal und los geht's. Hoch. Schließen, öffnen, tief. Hoch, schließen, öffnen, tief. Nochmal. Anheben, Beine schließen, öffnen, tief. Nummer 4. Dabei ausatmen, wenn du schließt. Komm nochmal. Die letzten zwei. Letzte Mal. Und lösen. So, jetzt kommt wieder Beckenboden. Den benutzen wir jetzt. Wenn du schließt, musst du Beckenboden anspannen. Ja? Also, hochgehen, Beckenboden rein, locker zurück. Anheben, Beckenboden jetzt.
und zurück. Konzentriere dich auf dich selbst. Und dann klappt's. Noch vier. Dreimal noch. Zwei machen wir noch. Letzte. Und locker lassen. Und auch hier wieder ranziehen zum Entspannen. So, das war die ganze Zeit, die ganze Rückseite, die hast du ja gespürt. Und wir haben jetzt eine schöne Übung, die ist für die Bauchmuskeln und die ist so einfach, die kannst du sofort mitmachen. Sie heißt Fahrradfahren. Ja? Nimm deine Beine so ungefähr rechter Winkel und jetzt wirklich stell dir vor, du fährst Fahrrad. Und du merkst, du kannst das sogar im Liegen machen. Ja? So, das ist erstmal sozusagen die Standardvariante. Hier solltest du deine Bauchmuskeln spüren. Ja? Und zwar die hier unten. Das sind die Queren. Und nochmal. Komm, wir haben 4, 3, 2, 1. Und wir gehen anders lang. Und 8 haben wir auch hiervon. Hast du das geschafft? Los geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Locker lassen. Abstellen. Jetzt kriegen wir ein bisschen mehr, ja? Ein bisschen intensiver für deinen Bauch. Guck erstmal, du machst jetzt hier die Fußspitze lang. Ja? Okay, und das andere Bein machst du flex. Okay, hast du? Und jetzt versuch mal, Fußspitze lang und flex. Lang und flex. Lang und flex. Da muss man sich konzentrieren. Nicht nur ihr, auch Angie. Das gewinkelte Bein ist angezogen. Und jetzt hier der Wechsel. Nochmal. Und Wechsel. Und Wechsel. Und Wechsel. Und Wechsel. Aber noch zwei. Noch ein. Okay. Und ranziehen. Da muss man sich konzentrieren. Jetzt geht es um die Bewegung an sich. Füße lang und lang. Jetzt ist es einfacher. Jetzt hast du wirklich nur lang. Okay, wir probieren. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Füße flex. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Füße entspannen. Und abstellen. Was für ein Gefühl, oder? Unser Finale im Liegen. Da kommen jetzt wieder die Fersen in den Boden. Du erinnerst dich? Aha, ja. Ellbogen in den Boden. Reindrücken. Popo hoch. Ein Bein geht nach oben. So, wenn du mal guckst. Jetzt habe ich hier erstmal geflext. Aber jetzt ändern wir das. Füße point. Also lange Fußspitze. Ja, und jetzt gehst du runter. Und wenn du jetzt zurückkommst, ziehst die Fußspitze an und gehst zurück. Okay, wir probieren mal. Und lang runter, flex hoch. Lang runter, flex hoch. Da geht's wieder mit der Konzentration. Und noch 4 Stück. 3 noch. 2 mehr. Halt durch. Letzte. So, wenn du kannst, nicht ablegen. Hacken bleiben im Boden, anderes Bein geht hoch, Ballerina Spitzenfuß zuerst, lange Fußspitze und lang, flex zurück. Okay, wir starten. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6, 7, du hast es gleich. Letztes Mal. Und vorbei. Runterkommen. Was für ein Gefühl. Ranziehen. Oh, und jetzt mal ein bisschen Baby rollen. Das tut gut. Oh, herrlich. So, wir dehnen noch ein bisschen aus. Greif mal die Oberschenkelrückseite. Zieh die Beine ein bisschen tiefer. Zieh mal tiefer. Spürst du schon hier die Rückseite. Jetzt kannst du ein Bein strecken. Das andere ziehst du ran. Und dann hast du die eine Seite hier. Zieh den Bauch ein, wechsel.
Oh, das ist schön, ne? Das ist angenehm. Oh, dann haben wir nochmal einen Wechsel. Ein Wechsel nochmal. Okay, jetzt stellst du die Beine ab. Und jetzt greifen wir nur noch ein Bein. Oberschenkel tief. Das ist eine ganz leichte, sanfte Dehnung. Und wenn du sagst, jo, ich kann mehr, streckst du aus. Greif deine Wade und jetzt ziehst du ran. Oh mein Gott. Spürst du deine Knie sehen? Hier? Ich sag mal ja, ne? So, und wenn du deine Waden mit haben willst, hier, ziehst du das an. Oh. Also ich spüre alles, ne? Halte fest. 4, 3, 2, 1. Locker lassen. Wir wechseln. Erst easy, nett. Runterziehen. Oh, schöne Bedehnung. Bisschen mehr, heißt strecken. Ranziehen. Also das spürt man schon, ja? Nicht nur die Knie sehen, auch die Oberschenkelrückseite. Und da soll es ja auch hin. Okay, wenn du mehr die Waden auch spüren willst, Füße flex. Und wenn du ein bisschen mehr willst, heb deinen Oberkörper an. Also ihr merkt, es geht immer einer mehr, ne? Und locker lassen. Und dann nehmen wir gleich das Bein wieder zum Aufsetzen. Und zwar mit so einem kleinen Schwuck. Gutes Gefühl. Wow. So, einen schönen Abschluss. Einatmen. Ausatmen. Nochmal. Ein. Aus. Der letzte ist für Angie. So, und jetzt mit Lächeln. Ja, und genießt mal die Kulisse hinter mir. Die ist einfach wunderschön. Und relax. Und ich sage danke, danke, danke. Angie sagt, dankeschön. Ist ein bisschen uneben hier. Dankeschön fürs Mitmachen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns wiedersehen bei Kauskanz bei Angie. Und vielleicht sehen wir uns ja auch wieder draußen. Also bleibt dran. Tschüss.